So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von The Game Extreme für alle Fans des Originalspiels. Und wie wir hier schon sehen, hier haben wir zum einen die Regeln des Originalspiels drauf. Die bleiben auch in dieser Version unverändert. Es kommen nur neue Symbole dazu. Zum einen die Blitzsymbole, als auch diese Unendlichkeitssymbole. So, und ich denke, am besten zeige ich euch das Ganze mal in einer Solo-Partie. Und wie wir sehen, habe ich dafür schon die denkbar schlechtesten Karten. Ich habe jetzt hier auch mal ausnahmsweise natürlich keine Karten mit irgendwelchen Symbolen drauf. Also wir spielen das Spiel eigentlich ganz normal. Sprich, ich würde jetzt anfangen und würde vielleicht erstmal hier die 10 und die 14 hinlegen. Und dann ziehe ich wieder zwei Karten nach. Und jetzt habe ich hier schon so ein Blitzsymbol, Stopp. Wenn ich diese Karte ausspiele, muss ich danach stoppen. Ich kann keine weitere Karte ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt das erste ausspielen würde, bräuchte ich danach keine zweite mehr ausspielen. Das kann aber auch mit anderen Karten später zu Problemen führen. Das heißt, in dem Fall, es ist wirklich ein echt schlechter Start, lege ich hier erstmal die 23 und dann die 30 drauf. Ich muss ja mal zwei Karten spielen, wenn ich kann. Und schon haben wir da, ja, es wird nicht wirklich besser. Vielleicht soll ich die mal ein bisschen besser sortieren. Also ich glaube, ich werde gleich recht schnell recht hoch gehen müssen. Und zwar wirklich krass hoch. Also würde ich mal sagen, spiele ich vielleicht erstmal die 35 und dann die 54 da drauf. Die 50, aha, genau. Ich muss ja jetzt stoppen. Also kann ich erstmal nur die 35 spielen. 2, 4, 6, 7. Also ziehe ich mal nach. Okay. Das ist jetzt nicht zwingend so viel besser geworden. Das ist ein schlechter Stapel. Aber zumindest kann ich die Karten fast alle komplett auf einen Stapel spielen. Also würde ich mal sagen, ne, dass hier diese Symbole betreffen nur denjenigen Spieler, der die Karte ausspielt. Sprich, der muss sofort stoppen, der muss sofort drei Karten ziehen oder muss die Karte überdecken, sonst hat man verloren. Die anderen Symbole zählen auch für mehr Spieler. Also gucken wir erstmal und spielen mal die beiden Karten aus. Und jetzt kommen hier die anderen niedrigen Karten. Und die 51, das ist natürlich super. Das heißt, jetzt spiele ich erstmal noch die. Und dann gehe ich hier wieder den 10er Schritt zurück und ziehe jetzt nochmal zwei Karten nach. Es wird nicht besser, es wird nicht besser. Also kann ich hier die 51 drauf spielen. Dann erstmal die 55. Dann ziehe ich nochmal wieder zwei Karten nach. Und jetzt kann ich bei den anderen Stapelfluren anfangen, aber ich habe noch keine ganz niedrigen Karten. Das ist echt suboptimal. Also spiele ich erstmal die 57. Ne? Normalerweise müsste ich ja zwei Karten spielen. Sprich, jetzt muss ich erstmal stoppen. Ziehe ich wieder einen nach. Okay, jetzt habe ich dazu schon mal ganz gute Karten. Und die ist jetzt zum Beispiel doof, weil jetzt müsste ich, wenn ich die ausspiele, muss ich drei Karten in dem Zug gespielt haben. Das heißt, ich könnte natürlich spielen 8, 11, 19. Ich dürfte die nicht als vierte Karte oder sowas ausspielen. Und auch wenn ich die Karte ausspiele, spiele direkt nach irgendwie eine Stoppkarte, habe ich verloren. Weil man muss die Aufgaben immer komplett erfüllen. Und wenn man das nicht kann, verliert man. Das ist eben besonders bei dieser Dreierkarte wichtig. Also würde ich mal sagen, gehe ich erstmal wieder relativ kleinschrittig hier nach oben und spiele die aus. So, jetzt habe ich hier Sonderkarten. Oh, die 40 hätte ich vorhin gebrauchen können. Die 9 heißt, solange die 9 offen ist, darf man nur auf diesen Stapel spielen. Das ist natürlich schwierig. Man darf, momentan wäre es nicht schwierig für mich. 2, 4, 6, 8. Aber in normalen Partien mit mehreren Spielern könnte das echt schwierig sein. Tja, und eigentlich habe ich auch ganz gut gemischt. Das heißt, ja, ich kann jetzt erstmal noch hier ein bisschen hochgehen und dann noch die 71 spielen. Und dann ziehe ich hier die 42 nach und die 5. Okay. Das heißt, jetzt kann ich auf den Stapel hier nicht mehr spielen. Also gehe ich einfach hier mal weiter hoch und spiele erstmal die 5 und dann die 8. Kann ich noch zwei Karten ziehen. Ach, das ist doof. Ich hätte jetzt lieber niedrige Karten, nicht ganz so hohe Karten. Die Karte hier besagt jetzt, dass man nicht reden darf, solange die Karte offen ausliegt. Also bei den blauen Karten, immer wenn die auf einem dieser vier Stapel offen ausliegt, gilt die für alle Spieler. In dem Fall darf man zwar schon noch reden, aber man darf nicht über das Spiel reden. Sprich, man darf nicht sagen, hier nicht, da nicht, da ist ein bisschen. Das ist eigentlich alles komplett tabu. Darum würde ich sagen, das ist zwar ein bisschen doof, aber spielen wir jetzt erstmal hier die 11 drauf, dann die 19. Ich muss ja genau drei Karten gespielt haben, also kann ich jetzt hier noch die 9 drauf spielen. Ne? 2, 4, 5. Das heißt, ich ziehe drei Karten nach. Obwohl, das ist ja eigentlich ganz gut, die hohen Karten. Dann kann ich ja von oben runter spielen.
Aber jetzt muss ich immer auf einen Stapel spielen, solange diese Karte offen liegt. Das heißt, am liebsten hätte ich jetzt natürlich irgendwas Hohes im, oder was Tiefes im 10er-Bereich, um die abdecken zu können. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich gehe erstmal auf einem Stapel nach unten oder ich mache noch weiter gleich einen Stapel tot. Aber ich denke, ich könnte ja einfach mal anfangen, hier die 92 zu spielen. So, und ab jetzt dürfte man sich ja nicht mehr über das Spiel unterhalten. An sich darf man schon noch reden. Man hat sich ein Teil des Schweigegelübde. Aber jetzt wäre das schon wieder außer Kraft gesetzt. Also, ne, sobald die Karte nicht mehr zu sehen ist, gilt das nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt so 4, 6 erstmal. Ich spiele mal noch die dritte hinterher. Jetzt ziehe ich ja mehr Karten nach. Und oh, das ist doch eigentlich ganz gut. 2, 4, 6, 7. Ziehe ich noch an, die 44. Da ahne ich richtig Schlimmes. Und tja. Ich kann jetzt da die 18 und die 24 drauf spielen. Da kann ich ja eh nur noch nach oben, hier nach unten. Also am wenigsten kaputt mache ich, glaube ich, gerade, wenn ich hier die 18 und die 24 spiele. Jetzt muss ich auch nicht mehr nur noch auf einen Stapel spielen. Und ja, jetzt kann es aber eigentlich nur noch doof werden. So, die Karte hier ist auch ein bisschen. Boah, die hier sind jetzt super doof, die werden mich richtig hart nerven. Die 38 besagt einfach, dass ich nur eine Karte nachziehen kann. Also egal wie viele Karten ich gespielt habe, ich ziehe nur eine Karte nach. Das heißt, wenn ich meine ganze Hand runtergespielt habe und spiele dann irgendwie, ja, muss dann irgendwie nur eine Karte nachziehen. Wenn ich dann zum Beispiel so eine Dreierkarte nachziehe, dann habe ich das Spiel verloren. Oder manchmal kann es sein, dass ich eine zwei total doofe Karten auf der Hand habe und die auf irgendwelche Stapel spielen muss und damit Sachen kaputt machen muss oder vielleicht schon gar nicht mehr aufspielen kann. Deswegen sollte man, wenn man diese Karte irgendwie spielt oder die irgendwie offen liegt, dann sollte man nur wenig Karten spielen und man sollte eben versuchen, diese Karte relativ schnell zu bedecken. Und was ihr ja jetzt auch schon seht, was ich ein bisschen doof finde, ist, dass hier hier ist nur das Blitzsymbol und hier dieses Dauerhaft-Symbol drauf. Und wenn ich die Karten so auf meiner Hand habe, ich weiß nicht, wer das Spiel Probe getestet hat, das ist einfach, finde ich, unterirdisch schlecht, dann sollte hier gleich das Symbol drauf sein, weil dann muss ich nicht immer gucken bei meinen Karten, sonst wird das einfach hier am Symbol sehen. Man hätte das Symbol hier auch in klein nochmal draufdrücken können. Also, und wenn das schon nur auf einer, also wenn das so in der Mitte steht, dann bitte auf beiden Seiten, damit wenn ich das Ding so in der Hand habe, ne, also ich möchte meine Karten nicht die ganze Zeit sortieren müssen, das ist, finde ich, super, super, super schlecht designt. Das Spiel an sich macht Spaß. Also ich habe das schon mit meinen Eltern gespielt, die sind große The Game-Fans, aber das Kartendesign, ich frage mich, wer das Probe gespielt hat, das haben die, glaube ich, einfach so auf den Markt gebracht. Okay, aber jetzt bin ich hier noch nicht wirklich weiter. Die Stapel sind eigentlich alle doof. Deswegen kann ich aktuell wahrscheinlich am wenigsten hier kaputt machen. Das heißt, ich spiele mal die 38 und die 40. Jetzt ist es auch schon gleich wieder überdeckt. Das heißt, es betrifft mich nicht. Und jetzt könnte ich noch die beiden spielen, aber ich kann auch erstmal zwei Karten nachziehen. Bei der Karte hier ist es jetzt so, wenn ich die spiele und die liegt am Ende meines Zuges noch offen, bin ich tot. Dann bin ich sofort Game Over. Das möchte man natürlich tunlichst vermeiden. Na, das passt da immerhin ganz gut zu. Aber dass ich jetzt hier so viele Karten im niedrigen Bereich habe, ist echt schlecht, weil ich werde gleich viele, viele Stapel sehr schnell tot machen müssen. Also spiele ich jetzt nochmal den hier. Ah, hier fehlt genau einer. Das ist ein bisschen, also 170. So, und jetzt dürfte ich keine 10er-Schritte mehr gehen. Das heißt, dieser 10er-Trick, um 10 nach hinten zu gehen, ist außer Kraft gesetzt, solange die Karte hier liegt. Und wenn ich Pech habe und ich ziehe jetzt nur niedrige Karten nach, die unter 70 sind, liegt das Ding ziemlich lange da. Beziehungsweise, nee, hier ist ja falsch. Hier, wenn es ja niedrige Karten sind, gut, da könnte ich jetzt einfach die 56 drüber legen und dann wäre das schon kein Problem mehr. Aber, ja, ich glaube, also es wird dadurch auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, wobei bisher hat es mein Spiel noch nicht so krass beeinflusst. Aber die 56, ich meine, da gehe ich hier 14 Schritte und da 12 Schritte. Das wäre natürlich besser, die hier drauf zu legen. Aber ich muss ja ein bisschen vorankommen im Spiel. Und diesen 10er-Schritt hier nicht machen zu können, ich meine, momentan trifft es mich nur so mittelhart, außer wenn ich einen Stapel komplett zerstöre. Darum würde ich sagen, spiele ich die 56 erstmal hier drauf und die 93 hier drauf. Und dann hoffen wir mal, dass wir bessere Karten nachziehen. Ja, geht so, ne? Das heißt, ich kann die 66 hier drauf spielen. Dann ist das außer Kraft gesetzt. Und jetzt spiele ich die 82 mal da drauf. Ziehe wieder zwei Karten nach. Oh, das ist doch ganz gut. Dann habe ich hier die 27 zu. Also wenn hier jetzt einen der Stapel richtig kaputt macht. Oh, das ist doof. Das ist super doof. Das heißt, die 94, jetzt erste Karte spiele ich hier drauf. Und als zweite Karte muss ich jetzt einen riesen Sprung machen.
das. Boah. Dann spiele ich auf jeden Fall die 17 und dann noch die 27. Boah, das war krass, das tat weh. Das wäre mein Ende gewesen. 2, 4, 6. So, okay, die 97 kann ich ganz schnell hier drauf spielen. Dann muss ich ja noch eine spielen. Und da, ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht zu lauter Quatsche. Ja, da würde ich mal dann einfach, haha, ihr habt es sicher schon gesehen, die 37 hier drauf spielen. Und dann ist da wieder ein bisschen mehr Luft. Und dann ziehe ich wieder zwei Karten nach. Natürlich nicht die wirklich passenden. So, also hier könnte ich auf jeden Fall die 34 drauf spielen. Ja, und dann hört es auch schon wieder auf. Obwohl, ich kann hier immer noch gut nach unten gehen. Zum Beispiel mit der 22. Dann sind meine beiden Karten gespielt. Ich ziehe zwei Karten nach. Also in der Theorie sieht das super schlecht aus. In der Praxis könnte es noch deutlich schlimmer sein. Wobei es ist da schon wirklich sehr schlimm. Okay, dann spiele ich mal die 15 aus. Und die 6. Dann muss ich jetzt stoppen, dann kann ich nicht weitermachen. Also ziehe ich einfach mal 2 nach. Ja, schade, dass das hier die falsche Richtung ist. Aber ich kann ja jetzt noch die 4 ausspielen und die 3 und dann die 13. Bin ich hier mal wieder 10 nach hinten gegangen. Jetzt darf ich aber nur eine Karte nachziehen. Das ist natürlich suboptimal. Und die 78, die werde ich auch so schnell wahrscheinlich nicht los. Ich könnte die natürlich da oben drauf spielen. Aber ich will, also, boah, das ist jetzt super nervig, weil ich habe schon viele, viele niedrige Karten gespielt. Dass das jetzt zu spielen war, vielleicht nicht ganz so clever, weil das mich jetzt so richtig hart behindern. Also, würde ich sagen, spiele ich erstmal den hier drauf, ziehe dafür eine Karte nach. So, dann spiele ich den hier drauf, dürfte jetzt hier nicht reden, aber natürlich rede ich weiter mit euch, ziehe wieder eine Karte nach. Dann muss ich wohl den hier drauf spielen. Ziehe weiter nur einen nach. Jetzt sind 23 noch, wäre natürlich richtig cool. Vor allem jetzt kann ich hier nichts mehr drauf spielen, ich kann hier nicht drauf spielen. Jetzt muss ich schon anfangen, hier drauf zu gehen. Und ich habe hier gerade auch nichts, wo ich irgendwie große, geile 10er-Schritte mitgehen kann. Also fangen wir mit der 49, ziehen eine Karte nach. Die 85 passt gerade nirgendwo so wirklich drauf. Also die 45, ziehen auch nur eine Karte nach. Boah, das ist echt mies, was ich hier auf die Hand bekomme. Gut, dann spiele ich die 41 und dann muss ich gleich noch die 33 hinterher spielen. Aber ich ziehe weiter nur eine Karte nach. Boah, richtig gemein. So, wenn ich hier die 32 spiele, darf ich den 10er-Schritt nicht mehr gehen. Das heißt, ich spiele gleich noch die 28, dann muss ich 3 Karten gespielt haben und die 25 hinterher. Und ihr seht, mein Spielraum wird schon kleiner und kleiner. Ich ziehe vor allem weiter nur noch eine Karte nach. Jetzt kann ich genau in die Situation kommen, von der ich vorhin geredet habe, dass ich irgendwann dran bin. Oh, super. Und nicht mehr spielen kann. Zwar wahrscheinlich wird das jetzt nach dieser Karte. Oh doch, die passt auch noch. So, und jetzt ist Ende. Bam, jetzt habe ich verloren. Ne, kann keine Karte mehr aufspielen. Das war's. Und ja, also, ne, das habt ihr gemerkt. Das hat mich jetzt schon also richtig hart genervt. Und ja, also der Kartenstapel war noch riesengroß. Ne? Hier ist nochmal das, wir dürfen alle nur auf einen spielen, wir dürfen nicht sprechen, ne? Sofort stoppen. Ich hoffe, ich habe das auch mal alles berücksichtigt. Und wie gesagt, so meine Kritik habe ich jetzt schon mal also geäußert, nämlich dass die Symbole auf den Karten hätte man noch anders draufdrucken können. Also hier nochmal einen großen, hier nochmal einen kleinen, das wäre viel, viel besser gewesen. Vom Spielerischen her ist jetzt natürlich die Frage, wenn ihr The Game Fans seid, und also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die diese Game auf jeden Fall cool, also die es zumindest mögen, die es gerne mal spielen. Ich kenne manche Leute, die sagen, das ist kein Spiel, weil man immer nur die offensichtlichste Entscheidung trifft und eigentlich gar nichts macht. Da kenne ich noch andere Spiele, die deutlich mehr Spiel vorgeben und es weniger sind als The Game. Und selbst wenn ich mit solchen Leuten The Game spiele, die haben einfach Spaß. Es ist immer spaßig, man lacht immer, man spielt auch meistens noch eine Runde. Deswegen kann ich die Kritik immer irgendwie nicht verstehen, weil es ist unterhaltsam, das möchte ich beim Spiel. Man freut sich, wenn man es schafft. Und also klar, wenn man jetzt natürlich irgendwie auf Schach steht und irgendwie nur also Spiele wie Orléans oder sowas toll findet, dann ist hier vielleicht zu wenig Spiel drin. Aber ich finde, für 96 ist es einfach ein ziemlich gutes Spiel, das wir nicht
eben auch nicht mit solchen Sachen wie Agricola oder irgendwelchen anderen Riesendingern vergleichen sollte. Und im Kartenspielbereich ist The Game auf jeden Fall jetzt schon ein Klassiker, wie es Sachen wie Bonanza oder Wizard sind. Da lege ich mich also fest, genauso wie Quicks eigentlich für mich jetzt auch schon moderner Klassiker ist. Und jetzt natürlich die große Frage, The Game Extreme. Wie anfangs gesagt, meine Eltern sind riesen The Game-Fans und haben das jetzt im Jahr, also ich habe das Weihnachten hier zu Hause gespielt, habe ich im anderen Video schon erzählt, das normale The Game mit einer Freundin, wir saßen da, halt haben ne, gespielt, wie man das so macht, so, ne, hier nicht, dann nur einen kleinen Schritt, oh, hier könnte ich auf den Stapel gar nicht, und so, meine, hä, was spielt ihr denn da? Ist ja voll komisch. Und hat sich dazu gesetzt, hat er mitgespielt, eine Stunde später kam mein Stiefvater rein, der wollte gerade ins Bett, hat das auch noch mitgespielt, dann haben wir das noch 2 Stunden gespielt, am nächsten Tag haben wir das auch noch die ganze Zeit gespielt, nach Weihnachten war das erste, was meine Eltern gemacht haben. Sie haben sich The Game gekauft, haben das dann Silvester mit dem Onkel gespielt, der eigentlich gar nicht spielt, der höchstens vielleicht sowas wie Monopoly kannte. Der hat sich das auch direkt danach geholt, spielt das jetzt auch mit seiner Frau ganz viel. Meine Eltern spielen das im Urlaub mit Freunden. Also das sind wirklich Spiele, wo sie sich hinsetzen. Die sind normal, also spielen gerne Karten, so normale klassische Kartenspiele, so wie Skat, Doppelkopf und Bridge und so. Aber so Spiele, wo man auch noch irgendwie Regeln lesen muss und das man nachlesen muss und das Leuten erklären muss. Mh. Aber hier kann man sich einfach hinsetzen, losspielen und dann geht das. Und so, das war jetzt die lange, lange Einleitung. Ich habe das jetzt meinen Eltern geschenkt. Wir haben das seitdem erst 4-5 Mal gespielt und sie meinten, es ist auf jeden Fall cool. Wir haben es komplett 4-mal verloren und waren zwar auch immer nicht ganz so viele Karten davon weg, aber schon noch viele Karten davon weg. Und man muss da nochmal eine neue Art der Planung lernen, neue Art der Kommunikation. Beim alten The Game war es immer schon ein bisschen vom Kartenglück abhängig, ob man das jetzt schaffen konnte oder nicht. Auch da galt immer, je mehr Spieler im Spiel waren, umso mehr Karten waren ja auch im Umlauf, umso eher konnte man sich absprechen, was man wie wo managt, wenn das denn klappt. Hat. Und das ist hier natürlich auch der Fall, nur dass jetzt eben noch gewisse Einschränkungen dazu kommen, wie hier, ne, nur von einem Stapel spielen können und so, da muss man auch lernen, sich in der Hinsicht besser absprechen zu können. Dass man sagt, du, ich kann hier, man darf darüber reden, was man auf der Hand hat, dass man nur so eine, ich ziehe eine Karte nach Karte auf der Hand hat, womit man im Prinzip auch Werte schon fast verrät, weil wenn man das Spiel so oft gespielt hat, dass man weiß, auf welchen Karten zum Beispiel dieses Symbol drauf ist und jemand hier schon ganz unten auf dem Stapel ist und sagt, du, ich habe jetzt die eine, wenn wir die spielen, dann kann ich nur noch in einer Schritt, also nur eine Karte ziehen, dann weiß der im Prinzip, welche Karte man auf der Hand hat. Das bleibt da aber auf jeden Fall nicht aus, aber es ist von den Regeln her erlaubt. Es ist eben trotzdem noch ein Challenge, eine Herausforderung, die es schwerer macht, wo man sich noch mehr freut, wenn man es geschafft hat. Und man kann auch das ganz normale The Game damit spielen, dann ignoriert man einfach diese Symbole. Das kann man machen, ist vielleicht ein bisschen doof, deswegen würde ich so einsteigen auf jeden Fall raten, holt euch das normale The Game. Und meine Eltern haben auch schon gesagt, sie würden das Spiel halt nicht mit Neulingen spielen, die sie gerade mal The Game zeigen wollen. Aber wenn das jetzt Leute sind, mit denen sie da schon ein paar Abende lang gespielt haben, ganz offen, die sagen, hey, es macht immer Spaß, dass sie dann mal ankommen würden und sagen, hier, wir haben noch The Game Extreme, dass dann wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, hey, cool, können wir mal ausprobieren und das dann eben auch Spaß macht und teilsam macht. Man braucht das nicht zwingend, man kann das aber sehr gut haben. Wie gesagt, das normale The Game, wir haben das Gefühl dann immer relativ regelmäßig geschafft. Bei dem hier ist es dann wieder eine Herausforderung, nicht ganz so eine krasse Herausforderung, wie zum Beispiel Hanabi ist, aber es ist zumindest nicht mehr so, dass man es immer schafft und gerade das macht bei solchen Spielen ja den Reiz. Also ich meine, das normale The Game schafft man auch nicht immer, aber ich würde mal sagen, mit einer, also mit gehörig viel Übung ist die Quote schon deutlich über 50% und hier wird sie zumindest am Anfang drunter bleiben. Wie das dann wird, wenn man da wirklich eingespielt ist, werden wir sehen. Ich werde das wahrscheinlich nicht ganz so hardcore intensiv spielen, aber meine Eltern können mir dann vielleicht in einem Jahr davon berichten, wenn sie dazu kommen, das oft zu spielen. Das Enkelkind nimmt sie auch gerade immer sehr in Beschlag. Und ja, also das war jetzt einmal The Game Extreme in Aktion im Solospiel. Ich hoffe, es war informativ und hilfreich für euch, dass ihr jetzt genau wisst, ob ihr es braucht oder nicht. Natürlich war es jetzt ein Solospiel, das heißt, ihr habt die Karten einmal in Aktion gesehen. Wie die sich jetzt natürlich mit mehr Spielern auswirken, das sieht man im Prinzip ja. Das sieht man im Prinzip ja nur in der Mehrspielerpartie. Das heißt, da müssen wir auch nochmal reingucken. Aber vom Grundprinzip her, spielt es einfach selbst. Wenn ihr die gleichen Voraussetzungen erfüllt, sprich ihr mögt The Game und wollt einfach da nochmal ein bisschen mehr haben, neue Herausforderungen, dann holt euch The Game Extreme. Und ja, das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.